Genau, und jetzt haben wir schon so viel über Geld geredet. In der nächsten Gruppe geht es ein kleines bisschen um Geld, vor allem aber um Alpakas. Alpakas sind diese Tiere, die hier immer alle denken, es wäre eine Katze. Ich glaube, so ist sogar das Logo auch entstanden. Aber Alpakas sind ein bisschen so das Wahrzeichen von Jugendhackt. Genau, und deshalb die nächste Gruppe mit einem kleinen Spiel verbunden. Genau, Bühne frei für euch. Viel Spaß. Hallo. Unser Bildschirm teilt irgendwie nicht. Was ist denn? Teilt der vielleicht nur PowerPoint oder? Wir haben kein PowerPoint. Ja, ich weiß, das ist ja. Nee, das bin ich. Was ist denn das Problem? Ich weiß nicht. Kannst du das teilt nicht. Was ist denn das für ein Betriebssystem? Windows. Sekunde. Oh Gott, ein neues Windows sogar. Wir wollen das hier. Genau, sonst mache ich nochmal ganz kurz Lückenfüller. Das ist nämlich bei Jugendhackt auch immer total auf. Es läuft nicht immer alles rund und technische Probleme hat man irgendwie immer. Und das ist ja auch irgendwie völlig okay. Es sind alles Kinder und Jugendliche. Aber damit wir das irgendwie mal fixen können, haben wir total viel Support. Wir bedanken uns auch noch später. Aber das ist total wichtig, warum wir auch die Mentoren brauchen. Die haben alle technische Skills, die haben alle pädagogische Skills und alle können irgendwie irgendwas mit reinbringen. Und das ist auch einfach das, was bei Jugendhackt irgendwie wichtig ist. Fehler passieren und alles können nicht immer alle alles. Und das ist ja auch ganz normal. Wäre ja dann auch irgendwie langweilig. Jetzt können sie es plötzlich doch. Wunderbar, dann dürft ihr jetzt doch einfach weitermachen. Hallo, wir sind Kasper und Finn und wir haben ein Alpaka-Casino gebaut und das ist theoretisch einfach ein Online-Casino, aber es geht um Alpakas. Genau, wir stellen euch jetzt mal den Code vor. Erst, wenn du sozusagen ankommst, kriegst du eine Willkommensnachricht und dann kannst du schreiben, wie viele Tickets du haben willst. Demonstrier mal. 5. 5. Der Code hat kurz nicht funktioniert. Jetzt lädt wieder. Eine Sekunde. Versuchen es einfach nochmal neu. So, jetzt. Genau, 5 Tickets wollten wir haben. 5. Dann muss man 10 Alpakas bezahlen, die hat man am Anfang geschenkt bekommen. Dann schreiben wir jetzt Yes, also wir wollen die Tickets haben. Und jetzt fangen wir an mit Raten. Eine Nummer von 1 bis 100. Können wir jetzt einfach mal durchklicken. Ja, okay. Also am Ende gibt es halt eine Gewinnzahl, die ist eine zufällig generierte Zahl von 1 bis 100. Und wenn du diese halt erraten hast, beziehungsweise du hattest Glück, dann kriegst du halt am Ende ganz viele Alpakas. Wir hatten jetzt keine Zeit mehr dazu, aber eigentlich wollten wir da hinten noch, ist es glaube ich, so ein Alpaka 3D drucken. Da hat Finn uns auch schon ein Modell rausgesucht. Da hatten wir jetzt leider keine Zeit mehr für, aber sonst wollten wir noch mit AI sozusagen Profilbilder für den Zulip generieren, die man dann benutzen könnte. Und das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Könnt ihr noch einmal, ich glaube, ihr habt 5 Tickets, oder was passiert, und wenn man jetzt noch einen angibt, hat man dann ein Final verloren? The winning number was 6. Also okay, ihr wart dann ja richtig nah dran. Oh, schade. Okay, habt ihr schon mal erraten? Ja, mehrmals. Okay, ich habe es, glaube ich, noch nie erraten. Ich saß auch ein bisschen mit denen. Wir können auch einmal demonstrieren. Wir haben für Tests halt so einen Account gemacht, damit können wir dann 9803, ne? Genau, da kriegt man dann also, ne? Da kann man dann auch über 20 Tickets gehen. Normalerweise ist die Grenze 20 Tickets.
Ein Ticket kostet 2 Euro, ne? 2 Alpakas, sorry. dann können wir jetzt mal sagen, wir wollen 100 Tickets. Es gibt nur 100 Zahlen. Dann können wir jetzt auch noch sagen, was soll die Gewinnnummer sein? Was soll die Gewinnnummer sein? Irgendeine Nummer? Okay, 11. 1, 1, 11. So, dann kann man jetzt raten. 12, 13. Und dann aus Versehen 11, richtig. Yay, und dann kriegt man hier Iwan Alpaka, bla. Und dann eigentlich öffnet sich noch YouTube, aber das funktioniert im Zulieb nicht. Zulieb ist eigentlich schon ein Rap-Lied. Das funktioniert nur, wenn man es als Python halt auf dem PC abspeichert. Ja, und das war's eigentlich schon. Ja, vielen Dank. Alles gut, oder?